So, jetzt haben wir schon zwei Cups geschafft. Jetzt fehlen rein theoretisch noch zwei. Den Pokémon Cup und den Meister Cup. Premium Cup natürlich, sorry. Premium Cup. So. Ich weiß nicht, ob ich hier teilnehmen kann. Ich werde es probieren. Ich habe zwar schon welche drin, da vielleicht 50 und 55, also bis 55. Die hier. Also ich kann schon also ich kann mal den ersten Stufe ja mal probieren auf jeden Fall. So, wir nehmen den rein, wir nehmen den rein, den nehmen wir rein. Dann nehmen wir Maschumai rein. Was nehme ich denn jetzt rein noch? Ach komm, scheiß drauf. Ach komm, scheiß. Mist. Ach komm, scheiß drauf. Kann losgehen. Wir probieren es einfach mal, den Pokémon Cup. Okay, Pango. Okay, es ist wahrscheinlich so aufgelistet, dass der Pokémon Cup erst die unterwegenden Pokémon sind. So, und dann wird es halt immer mehr und immer mehr. So, also so kann ich es mir vorstellen. So, Gengar muss rein. Ist ja ganz klar, ne? Magma muss rein, weil Magma hat Psychokinese. Und dann nehmen wir noch einfach Machomai rein. Kann losgehen. Ich bin heiß, Junge. Psychokinese. Psychokinese. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Und weg. Besonders das Marshallow hat mehr KP als mein Gengar. Viel mehr KP. Das könnte ein einseitiger Kampf werden. Gucken wir mal. Minjung. Mengi. Okay. Das sieht gar nicht gut aus. Gar nicht gut. Das kommt wahrscheinlich Kiki oder so. Okay, den Pokémon Cup, also den Pokémon Cup müsste ich rein theoretisch noch gewinnen. Rettern. Also den Pokémon Cup müsste ich rein theoretisch gewinnen können. Sehr schön. Kampf ist vorbei.
So. Bap, bap. Okay, okay. Erste Convenience. Okay, da hat was mit. Okay, die kann Charange mein Dings reinnehmen. Nein, mach mal. Auf jeden Fall. Das einzige Pokémon, was Level 55 ist, wegen Flammenwurf. Dann nehme ich noch mein Marshmallow rein und mein Gengar. Was für ein Kampf erwartet uns wohl? Die zweite Runde beginnt. Einfach ein scheiß Pikachu. Ein Flammenwurf. Nein, ich wollte schon noch ein Geowatz und sowas trainieren, aber. Also, ich kann ja auch mal so mal Björn. Ob das so alles funktioniert. Donnerwelle. Nee, Donner. Ui. Ein kraftvoller Angriff. Gott sei Dank, trifft so einen Gegner. Magnetilo. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Da. Ah! Das war ein Wunderpunkt. Besiegt? Sehr schön. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Für Mirabla. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ein harter Treffer. Perfekter Treffer. Sehr schön. So will ich das sehen. So mag Daddy das. So mag Daddy das. Okay, das riecht alle Fälle gepflegt nach Gengar. Auf jeden Fall. Nehmen wir auf der Gengar rein. Kann ich Magma eigentlich reinnehmen? Ja, Magma. Und dann könnte ich eigentlich. Ich könnte doch mal Turtok reinnehmen. Ich nehme mal Turtok rein. Los geht's. Rein theoretisch müsste Gengar und Gengar und Magma das schon alleine wuppen können irgendwie. Genauso will ich das sehen. Donnerblitz. So. Was nun? Das hat gesetzt. Wenn der Typ sich jetzt noch immer selber trifft, kann ich den mit Nachtnebel jetzt easy besiegen. Nachtnebel zockt immer so viel, wie es Level ist. Das Ende. Welches Pokémon ist nun an der Reihe?
Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ringfrei für Fifi. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Konfusion. Was passiert jetzt? Es ist verwirrt. Fuck. Was ist das? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Zum Glück nur ein Rangehieb. Ein sehr rasanter Kampf. Die Befehle wurden erteilt. Tsuchikini. Was geht ab? Ein Spitzentreffer. Komm, triff dich selber. Es ist nicht mehr verwirrt. Was nun? Ich verfehle. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer weg. Sie begeben sich in Kampfposition. Nutzt das kleine Pipi einfach ganz Zeit mit, Rudo. Der Typ hat alle Fälle Humor, das muss ich ihn lassen. Hoppla, ein wahres Spannungsfeuerwerk. Konfusion ist halt in der ersten Generation eine richtig ekelhafte Attacke, ey. Was ist das? Ein guter Treffer. Es ist am Boden. Jetzt voll du Ball. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Nikolas. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Teil für die Psychokinese. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Psychokinese. Perfekter Treffer. Besonders der... Was? Besonders der Größenunterschied, ey. Ein guter Treffer. Der Kampf wird immer monoton. Ihr guckt euch das mal an, wie groß ist. Das Nebula gegen den Gengar. Irre. Wie kommt denn das? Genau auf die Schwachstelle. Oh, ist das das Ende? Ist das das Ende? Das war's. Der Kampf ist vorbei. So, ein Ding ist das. So, 3 Siege in Folge. Hattrick. Okay, jetzt kommt die Schönheit. Okay, die kommt mit Wasser, Pokémon. Wasser und Gestein. Da brauchst du rein, richtig nur meinen Raichu rein, ne? Raichu? Gengar? Nee, der hat nur aber Drachenwut hat er. Ich könnte Mascho mal reinnehmen. Ich nehme Ich nehme Turtok rein. Ja, schon Turtok rein. Das sind ja trotzdem immer noch Wasser-Pokémon so. Und Wasser-Attacken gegen Wasser-Pokémon zocken ja nicht viel. Wir haben gerade einen Giron. Und für solche Fälle habe ich Dings mitgenommen. Turtok. Oh, ein plötzlicher Pokémon-Wechsel. Knochenkeule. Die erste Attacke. Sie verfehlt. Beide sind sehr vorsichtig. Der Surfer zum Gruße. Den Surfer zum Gruße. Eine sehr effektive Attacke. Unglaublich. Mit einem Schlag besiegt. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? So. Ringfrei für Seeper.
aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon. Ja, weißt du, was das ist, ein Erdbeben? Volltreffer, leben müsst ihr trotzdem noch leben. Rauchwolke. Es erzeugt eine Rauchwolke. Deine Genauigkeit ist dahin. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Nochmal Erdbeben. Komm, Totok. Ja, so will ich das sehen. So will ich das sehen. Muschas. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Erdbeben. Was passiert jetzt? Das war eine Schwachstelle. Eisstreu. Was ist das? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Nope. Der Kampf wird immer monotoner. Hey. Mach mal die Gegner nicht so fertig. Meine Güte. Wie kommt wirklich. Denn das? Putz. Das war ein Wunderpunkt. Besiegt. Es ist am Boden. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Durch Totok. In Folge. Sehr schön. Ich darf jetzt quasi 5-mal verlieren. Okay, okay. Ja, das riecht wieder nach Gengar. Ja, dann nur wieder Gengar vorne hin. Auf jeden Fall. Ich kenne ja. Könnt ihr auch Totok nehmen? Klar, stimmt, Totok auf jeden Fall. Hat sich gut bewährt, diese Runde. Und dann nehmen wir noch Magma. Kann losgehen, Digi. Kann losgehen! Zweite Hälfte des Turniers beginnt. Die Sache wird langsam spannend. Auf in die 5. Runde. Genau so wollen wir das sehen, mein Junge. Genau so wollen wir das sehen. Sie bewegen sich in Kampfposition. So, wieder One-Hit tot. Psychokinese. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Was, der lebt noch? Das war ein Konfusstrahl. Okay, das ist natürlich gar nicht gut. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Der Kacktyp, der sich lieber mal Dings genommen oder so. Donnerblitz! Ein guter Treffer! Okay, das erste ist besiegt. Sehr gut. Mit dem Konfusstrahl ist das gar nicht gleich mit der. So. Vulpix. Ey, wenn du jetzt ankommst hier. Mit Schaufler. Komm. Trifft. Mist, er lebt noch. Der kommt mit Schaufel an, ich sehe es kommen. Ich bin da noch verwirrt. Der Angriff zeigt keine Wirkung. Oh, Digi. Sie schenken sich wirklich nichts. Aber ich muss sagen, ich glaube, jedes Pokémon, was der Exorzist getauscht. Ich glaube, jedes Pokémon, was der Exorzist hat, kann Konfusionsstrahl lernen. Madball. Was ist das? Deine Spezialattacke ist am Boden. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Es ist nicht mehr verwirrt. Zeit für Donnerblitz. Was ist das? Nein, das sieht gar nicht gut aus. Besiegt. Es ist am Boden.
Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Das letzte Pokémon betritt den Ring. Weißt du, was man gegen dich nimmt? Mein kleines Vulpix? Es ist Zeit für die Nacht. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Der entsetzliche Nachtnebel. Ach, schwerer Treffer. Wow, auf die Bretter. Nice. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Okay, okay, jetzt haben wir schon 5er. Okay, okay, okay. Alle Fälle Turtok an erster Stelle. Ganz klar Turtok. So. Da kann gegen jedes Pokémon kann er gewinnen. So, ich könnte rein theoretisch auch Garados reinnehmen. Dann hätte ich aber zwei Wasser-Pokémon. Na gut, hat er nichts gegen meine. Und dann könnte ich rein theoretisch ja noch. Komm, ich mach schon mal rein. Los! Sich langsam. Wir sind in der 6. Runde. Komm. Ups. Der Surfer zum Gruße. Der müsste wohl nicht sein. Komm. Das nenne ich einen Exis. Welch furioser Blitzstart. So ein Ding ist das. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Okay, Glumanda. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Die Antwort ist nein. Beziehungsweise doch, weil ich ja stärker bin. Also vom Typ her stärker bin jetzt, ja. Und besiegt. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Frei für Sandan! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Turtok hält ein starkes Wasser-Pokémon, willst du nicht machen? So, und weg. Das war smart, das Turtok zu trainieren. Das war echt smart, muss ich sagen. Kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Perfekt. So, vorletzte. Ist jetzt jedes Match gewonnen, ohne dass Pokémon stirbt. Okay, der Schäniger. Das ist jetzt der Psy-Schuh. Gengar. Magma rein und Turtok. Los geht's. Erst 3 rein quasi. Das ist das Halbfinale. Die Spannung ist unerträglich. Niemand möchte jetzt noch verlieren. Und das ist Porenta. Donnerblitz. Ein kraftvoller Angriff. Ich müsste noch leben. Das doch nicht. Nenne ich einen Blitzbeam.
Ich würde das Pokémon lebt noch. Das könnte ein einseitiger Kampf werden. Kommt auf einmal so hart, ne? Abra? Nee, Obei. Ringfrei für Obei. Gegen das Pokémon kann ich zum Beispiel gar nichts machen. Da muss ich tauschen. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ringfrei für Magma. Oh nein. Das ist Schlafbruder. Nein. Oh nein, es ist eingeschlafen. Gar nicht gut. Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Sie bewegen sich in Kampfposition. Komm doch rauf. Es ist aufgewacht. Nice. Ekelsamen. Ekelsamen. Ja, ein Treffer. Ach, die treffen auch sofort. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Komm, mach mal. Der Safe weg. Volltreffer und sehr effektiv weg. Unglaublich! Mit einem den Schlag besiegt. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Abra. Okay. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Flammenwurf. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Wie kommt denn das? Hat er denn im Monat KP? Ein böser Treffer. Er lebt noch. Psychokineser? Was nun? Ein sehr rasanter Kampf. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Komm, Magma. Ein harter Treffer. Das hat gesetzt. Ey, das gibt's doch nicht. Jo, Mai. Was passiert jetzt? Alter, um 3 KP. Das kann doch nicht wahr sein. Weil ich's kann. Was ist das? Ein Spitzentreffer. Alter Schwede. Das war ein Hyperstrahl. Eine kraftvolle Attacke. Weil ich's kann. Es ist am Boden. Aber dieses beschissene kleine Abra hat mir einfach fast die Hälfte von deinem KP abgezogen. Mit einer Attacke. Alter Schwede. Zum Glück habe ich nicht gewechselt, ey. So, letztes. Der Erdroten. Kann losgehen. Gegen Gentleman. Oder gegen Kreis. Okay. Der auch wieder ein Ditto. Gut, die machen es einfach so schnell wieder Gengar am Anfang. Dann nehmen wir noch Turtok rein. Und. Jetzt bin ich echt schon überlegen. Na gut, scheiß drauf. Nimm nochmal schon mal rein. Ich habe noch so viele Möglichkeiten hier, falls ich verlieren sollte, dass ich nochmal ein Rematch machen kann. Na, es war auch schon klar, dass Trattini kommt. Na gut, wir waren nicht so ganz klar, dass er in der ersten Stelle kommt. Auf jeden Fall. So. Konfus.
Das war ein Konfusstrahl. Ein Konfusstrahl. Ist verwirrt. Mist. Oh Gott sei Dank, Alter. Ich hab jetzt gedacht, ich bin am Arsch. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Weil Paralysieren in der ersten Generation ist richtig scheiße. Was nun? Mitten ins Schwarze. Der ist safe weg. Oh, ist das das Gott Ende? Sei Dank. Okay. Das haben wir schon mal, das haben wir schon mal besiegt auf jeden Fall. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Die Antwort ist nein. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was passiert jetzt? Ein der guter lebt noch. Treffer. Fuck, ich hab mit mehr gerechnet. Hier ist der Angriff. Ich hab echt mit mehr gerechnet, dass es zockt. Beide Pokémon sind gut trainiert. Sie begegnen sich in Kampfposition. Der Konfusstrahl. Es ist verwirrt. Es ist verwirrt? Ne, dich nicht. Nice. Oh, es ist verwirrt. So ein Ding ist das hier. Sie schenken sich wirklich nichts. Die Befehle wurden erteilt. Was geht ab? Komm, Gengar. Ein böser Treffer. Boah, es lebt noch, ich werd bekloppt. Komm, treff dich selber. Ein nee. Kraftvoller Fuck. Angriff. Eine sehr effektive Attacke. Oh, zum Glück lebe ich noch. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Und ich darf anfangen, ne? Daher ist es alles, so gut. Alles gut. Psychokinese. Ja, jetzt kommt der Volltreffer. Oh, ist das das Ende? Ist das das Ende, Mensch? Oh, Herrgott, Zeiten. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Jurok. Geht schon auf, mein Junge, geht schon auf. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Frisch gegrillt. Donnerblick! Und eine volle Breitseite! Lebt doch. Surfer. Den Surfer zum Fuß. Ja, ein Treffer! Krasse Scheiße, ich lebe sogar noch. Beide Pokémon sind erschöpft. Wie kommt denn das? Von hinten. Oh. Wir haben den Pokéball Cup geschafft. Eieieiei. Wir haben es geschafft, würde ich sagen. Wir haben es geschafft. Pokémon Cup, Pokéball. Geschafft.